Gute Nacht, Sonnenschein. Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur 21. Folge meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die kluge Else. Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. Als sie nun erwachsen war, sprach der Vater: Wir wollen sie heiraten lassen. Ja, sagte die Mutter, wenn nur einer käme, der sie haben wollte. Endlich kam von weit her einer, der hieß Hans, und hielt um sie an. Er machte aber die Bedingung, dass die kluge Else auch recht gescheit wäre. Oh, sprach der Vater, die hat Zwirn im Kopf. Und die Mutter sagte, ach, die sieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten. Ja, sprach der Hans, wenn sie nicht recht gescheit ist, so nehme ich sie nicht. Als sie nun zu Tisch saßen und gegessen hatten, sprach die Mutter, Else, geh in den Keller und hol Bier. Da nahm die kluge Else den Krug von der Wand, ging in den Keller und klappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang würde. Als sie unten war, holte sie ein Stühlchen und stellte es vors Fass, damit sie sich nicht bücken brauchte und ihrem Rücken etwa nicht wehtäte und unverhofften Schaden nähme. Dann schob sie die Kanne mit dem Fuße vor sich und drehte den Hahn auf. Und während der Zeit, dass das Bier hineinlief, wollte sie doch ihre Augen nicht müßig lassen und sah oben an die Wand hinauf und erblickte nach vielem Hin- und Herschauen ein Kreuzhacke gerade über sich, welcher die Maurer da aus Versehen hatten stecken lassen. Da fing die kluge Else an zu weinen und sprach, wenn ich den Hans kriege und wir kriegen ein Kind und das ist groß und wir schicken das Kind in den Keller, dass es hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot. Da blieb sie sitzen und weinte aus Leibeskräften über das bevorstehende Unglück. Oben saßen sie und warteten auf den Trank, aber die kluge Else kam immer nicht. Da sprach die Frau zur Magd, geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt. Die Magd ging und fand sie vor dem Fasse sitzen und laut schreiend. Else, was weinst du? Fragte die Magd. Ach, antwortete sie, soll ich nicht weinen, wenn ich den Hans kriege und wir kriegen ein Kind und das ist groß und soll hier trinken zapfen, so fällt ihm vielleicht die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt es tot. Da sprach die Magd, was haben wir für eine kluge Else, setzte sich zu ihr und fing auch an über das Unglück zu weinen. Über eine Weile, als die Magd nicht wiederkam und die Droben durstig nach dem Trank waren, sprach der Mann zum Knecht, geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else und die Magd bleibt. Der Knecht ging hinab. Da saß die kluge Else und die Magd und weinten beide zusammen. Da fragte er, was weint ihr denn? Ach, sprach die Else, soll ich nicht weinen, wenn ich den Hans kriege und wir kriegen ein Kind und das ist groß und soll hier trinken zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf dem Kopf und schlägt's tot. Da sprach der Knecht, was haben wir für eine kluge Else, setzte sich zu ihr und fing auch laut an zu heulen. Oben warteten sie auf den Knecht. Als er aber immer nicht kam, sprach der Mann zur Frau,
Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt. Die Frau ging hinab und fand alle drei in Wehklagen und fragte nach der Ursache. Da erzählte ihr die Else auch, dass ihr zukünftiges Kind wohl würde von der Kreuzhacke totgeschlagen werden, wenn es erst groß wäre und Bier zapfen sollte. Und die Kreuzhacke fiel herab. Da sprach die Mutter gleichfalls: Ach, was haben wir für eine kluge Else! Setzte sich hin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Weilchen, als aber seine Frau nicht wiederkam und sein Durst immer stärker ward, sprach er: Ich muss nur selber in den Keller gehen und sehen, wo die Else bleibt. Als er aber in den Keller kam und alle da beieinander saßen und weinten und er die Ursache hörte, dass das Kind der Else schuld wäre, dass sie vielleicht einmal zur Welt brächte und von der Kreuzhacke könnte totgeschlagen werden, wenn es gerade zur Zeit, wo sie herabfiele, darunter säße, Bier zu zapfen, da rief er: Was für eine kluge Else! Setzte sich und weinte auch mit. Der Bräutigam blieb lange oben allein. Da niemand wiederkommen wollte, dachte er: Sie werden unten auf dich warten, du musst auch hingehen und sehen, was sie vorhaben. Als er hinabkam, saßen da Fünfe und schrien und jammerten ganz erbärmlich, einer immer besser als der andere. Was für ein Unglück ist denn geschehen? Fragte er. Ach, lieber Hans, sprach die Else. Wenn wir einander heiraten und haben ein Kind und es ist groß und wir schicken es vielleicht hierher trinken zu zapfen, da kann ihm ja die Kreuzhacke, die da oben ist, stecken geblieben. Wenn sie herabfallen sollte, den Kopf zerschlagen, dass es liegen bleibt, sollen wir da nicht weinen? Nun, sprach der Hans, mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nötig. Weil du so eine kluge Else bist, so will ich dich haben. Packte sie bei der Hand und nahm sie mit hinauf und hielt Hochzeit mit ihr. Als sie den Hans eine Weile hatte, sprach er: Frau, ich will ausgehen, arbeiten und uns Geld verdienen. Geh du ins Feld und schneid das Korn, dass wir Brot haben. Ja, mein lieber Hans, das will ich tun. Nachdem der Hans fort war, kochte sie sich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Feld. Als sie vor den Acker kam, sprach sie zu sich selbst: Was tue ich? Schneid ich eher oder esse ich eher? Hei, ich will erst essen. Nun aß sie ihren Topf mit Brei aus, und als sie dick satt war, sprach sie wieder: Was tue ich? Schneid ich eher oder schlafe ich eher? Hei, ich will erst schlafen. Da legte sie sich ins Korn und schlief ein. Der Hans war längst zu Hause, aber die Else wollte nicht kommen. Da sprach er: Was hab ich für eine kluge Else, die ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Hause kommt und isst. Als sie aber noch immer ausblieb und es Abend ward, ging der Hans hinaus und wollte sehen, was sie geschnitten hätte. Aber es war nichts geschnitten, sondern sie lag im Korn und schlief. Da eilte Hans geschwind heim, holte einen Vogelgarn mit kleinen Schellen und hängte es um sie herum. Und sie schlief noch immer fort. Dann lief er heim, schloss die Haustüre zu und setzte sich auf seinen Arbeitsstuhl nieder. Endlich, wie es schon ganz dunkel war, erwachte die kluge Else. Und als sie aufstand, rappelte es um sie herum bei jedem Schritte, den sie tat. Da schrak sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else wäre und sprach: Bin ich's oder bin ich's nicht? Sie wusste aber nicht, was sie darauf antworten sollte und stand eine Zeit lang zweifelhaft da. Endlich dachte sie: Ich will nach Hause gehen und fragen, ob ich's bin oder ob ich's nicht bin. Die werden's ja wissen. Sie lief vor ihre Haustüre, aber die war verschlossen. Da klopfte sie an das Fenster und rief: Hans, ist die Else drinnen? Ja,
antwortete der Hans. »Sie ist drinnen!« Da erschrak sie und sprach, »Ach Gott, dann bin ich's nicht!« und ging vor eine andere Türe. Als aber die Leute das Klingeln der Schellen hörten, wollten sie nicht mehr aufmachen, und sie konnte nirgends unterkommen. Da lief sie vor zum Dorfe hinaus, und niemand hat sie wieder gesehen. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Wie fandest du unsere gemeinsame Reise? Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute am 1. Dezember das erste Türchen im Adventskalender geöffnet und ein Stück Schokolade oder etwas zum Basteln gefunden. Versuch dich daran zu erinnern. Und? Wie fühlst du dich? Glücklich und ruhig oder eher aufgeregt und voller Vorfreude? Hinter meinem ersten Türchen versteckte sich heute ein Stück Marzipan. Ich liebe Marzipan. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.